So, also. Was haben wir denn da? Eine AK-47 Neon Rider. Also die Neon Rider ist schon wirklich geil. Ultra geil, oder? Heilige Scheiße ist die edel. Die sieht wirklich cool aus, also kann man nichts sagen. Das nächste ist eine Deagle. Und zwar die Code Red. Auch nicht schlecht. Ist jetzt nicht mein Lieblings-Deagle-Skin, aber auch nicht schlecht. Oder würde ich Nightmare? Ja, ich gehe alle durch, Rick, ich gehe alle durch. Was sagt ihr zu der? Minneapolis, made in Israel. Ist nicht schlecht, aber jetzt wirklich nicht ultimativ, also nicht OP. Dann haben wir die Nightmare, die jetzt geöffnet wird. Auf die freue ich mich natürlich schon am meisten. Ach du Scheiße. Die ist ja krass. Die ist richtig schön zurückhaltend in ihrer Farbwahl, ja. Aber ultra krass. Guck dich mal die Details an. Überall Shattered Zeug, Glas, Metallkristall Dinger. Die ist ja mal ultra sick. Ich werde hier die ganze Zeit abgeschnitten. Das ist halt, naja, egal. Die sieht ja mal geil aus. Holla, die Waldfee. Guck dir das Ding an. Es könnte, also besser als die Hyper Beast. Ah, ich weiß nicht. Genauso gut wie die Hyper Beast. Wobei ich jetzt die AK, die Neon Rider, auch sehr geil fand. Aber sie ist halt nicht neu. Den Neon Rider Skin kennt man. Dieses Nightmare kennt man nicht, oder? Der ist neu. Die ist besser als die, als die Hyper Beast, meinst du echt, Adrian? Die Nightmare finde ich zu ähnlich, der Icarus Fell. Genau, sie erinnert ein bisschen an andere Skins, an Icarus. Oh. Oh, die Farmers ist ja auch geil. Ich mache mal die Farmers auf. Ja, lecco mio. Guck mal hier mit der Eule. Die sieht auch geil aus. Also ist bestimmt nicht für jeden was, weil sie so bunt ist. Aber die Eule ist geil. Erinnert mich irgendwie jetzt an BoJack Horseman. Ich weiß nicht warum. Also ist jetzt auf jeden Fall in meiner Top 3 der Farmer Skins. Ganz klar. Schickes Ding. Die neue Farmers Glock und Arbe sind Hammer. Die Farmers ist echt krass. Ich bin schon auf den Rest gespannt. Sieht wirklich cool aus. Oh. Die Sword Off. Die Sword Off ist ja da. Die Farmers sieht zwar nice aus, aber ist halt eine Farmers und stinkt deswegen, ja. Aber guckt euch mal die Sword Off an. Wie geil ist das denn? Passt mal auf. Guck mal. Ist jetzt nicht ultra sick, aber irgendwie geil, oder? Mit den Zähnen und sowas und mit dem Mund. Finde ich cool. Devorah. It's rude to talk with food in your mouth. Cool. Bisschen kindlich, aber schick. Was haben wir noch? Die AWP. Oh, Himmelhundi. Meine Herren, du. Die Paw. Pfote heißt sie. Ah, oh, Himmelhundi, hast du die gemacht? Hast du die hochgeladen? Hast du den Skin gemacht und hochgeladen? Guck mal, das ist der Hundi. Da ist er, da ist er. Da ist der Katzerich, da ist der Hundi. Da ist der Hundi, schlecht gelaunt. Guck mal, wie er guckt. Oh. Guck mal hier. Da ist er auch, in cool. Hier ist der Hundi, mit, geht er immer auf die Arbeit. So auch manchmal, wenn er zugedrängt ist. Vielleicht. Was ein Scheißkind, ich finde den echt cool. Der sieht echt schick aus. Sehr, sehr schön. Die CZ, den Skin kennt man. Man kennt ihn. Und zwar die Eco. Ich sitze auch nicht schlecht. Aber Eco, also die Galil Eco gibt's, ne? Gibt's nur die Galil Eco oder gibt es den Eco-Skin noch auf was anderem? Weiß ich nicht. Aber ich muss den Fuß hoch machen. Aber es sieht nicht schlecht aus. Also es sieht fresh aus, ne? Weiß, grün, bumm, passt auf jeden Fall gut. Die ist ökologisch, ökonomisch, super. Abbaubar. Kann ich machen. Nur Galil, okay. So, die G3 SG1, die ja angeblich nur von Cheatern gespielt wird, sieht gar nicht mal so unschön aus. Naja, doch. Sieht aus wie ein kaputtes Schiff, oder? Hier ist Kompass, Steuerrad in einem, da ist Drachengeschichte drumherum gewickelt. Hier vorne ist halt Holz. Die Galionsfigur ist das hier. Das sieht zu gemischt. Also ich kann damit nicht viel anfangen. Also sie heißt ja auch High Seas, ja. Also wie so ein, wer auf Schiffe steht, ja, auf Dampfer, ne, auf solche guten alten Schiffchen, kann man sich auf jeden Fall gönnen. Guck mal, hier vorne mit einer Schnalle auch, da kannst du dann deinen Schniebel reinhängen oder so. Das geht. Epic. Echt? Findest du epic, Adrian? Bist du ein Schiffsmensch? Nicht für den Schniebel, Gretel? Okay, wenn du sagst. Der Gretel, ne, ich hab geguckt, der passt da nicht rein, das geht nicht. Die MP7 ist auch bekannt. Wisst ihr was, ich glaube, ich nehme sogar genau dieses Stück aus dem Stream raus und lade es auf YouTube hoch, einfach als Bums. Die MP7 Powercore. Powercore kennt man von der, die gibt's auf der, weiß ich jetzt gar nicht. Auf einer großen Waffe? Auf einem Gewehr, oder? Autotacker in FN und Stat-Track gezogen. Nice. Oder, Creduard? Ah, die gibt's für die Snipe oder so. Irgendwie. Ja, aber dann musst du die neue Messer noch anschauen. Ja, mach ich. Mein Schniebel passt in 99% aller Gegenstände nicht rein. Sehr gut, Creduard. Sehr gut. Und zwar die Toy Soldier Nova. Das erinnert mich an das Spiel Toy Soldiers, so hieß es, glaube ich. Auf der PlayStation 1, da bist du mit so grünen Figuren durch die Wüste geschlappt und hast halt Leute gekillt. Also andere Soldaten, Plastiksoldaten, ne? Deswegen ist die ziemlich geil, ja doch. Hat voll diese Plastikoptik, ne? Also sie wirkt nicht wie Metall, sondern, also wenn man es halt so kennt, ich habe diese Erinnerung daran. Ja, geiles Game, Sensio, sehr gut, sehr gut. Hieß es Toy Soldiers oder Green Soldiers hieß es, oder? Ja, ey, war super. Ich liebe dir, Onkel Brate!
Ist halt eine Plastibumme, ganz cool. Ja, Onkel Brate, die Liebe ist ganz oft auch von mir zu dir gehend. Ganz klar. Die Glock 18 Warhawk. Warhawk. Hawk. Alter, krass. Wie die aussieht, mein Freund. Super. Guck dir das an. Das ist ja nimmer normal, Adrian. Sag doch mal was. Kennst du auch Frontschweine? Natürlich. Sie wirkt halt abgenutzt, was wahrscheinlich auch sein soll. Und war in der Tasche eines Spitfire-Piloten. Vorhanden früher. Die ist derbe mies, Alter, im Coming. Die ist derbe mies im Coming, Alter. Valerio. Was haben wir noch? Snack. Die Snack. Hier haben wir eine Snack. Nein. Tech 9, Snack 9. Für jeden Schlangenliebhaber auf jeden Fall das Wäffelchen, das in der Schlangenhandtasche sein sollte, während man sich die Schlangenlederstiefel anzieht. Used look, ja. Snack 9. Die Snack 9 ist cool. Snack 9, Swag 7. Es läuft. Eine Keck 9 kommt bestimmt auch bald. Guck mal, da ist noch ganz viele Steadies schon drauf. Finde ich jetzt nicht ultra berauschend, aber sie hat schon was. Himmelhuni, das ist doch was für dich. Als alter P90-Spieler. Die Traction ist jetzt auch nicht so mein Fall. Es wirkt so, als wenn man in einer alten, keine Ahnung, Moschee oder irgendwo in einem Tempel gewesen wäre. Man hätte einfach die Ornamente abgenommen und dann reingeknödelt. Irgendwie. Ist nicht so cool, oder? Also finde ich, der Dumbä ist jetzt nicht optimal. Death by Kitty ist die beste und einzige P90, Alter, so sieht's aus. So, eine Amber Slipstream ist jetzt nicht ultra besonders. Vor allem bin ich ja eh kein Augspieler. Muss ich jetzt nicht zwingend haben, oder? Hast du die neue Deagle-Animation jetzt überhaupt schon gesehen? Ja, ich habe sie gesehen. Ich habe einen Snap bekommen mit der Animation. Sieht echt geil aus, wie der Ultra abgeht und am Abspacken ist. Die Glocke erinnert an die Spitfire Farmers. Ja, stimmt, genau. Was haben wir da noch? Noch ein Revolver ist hier am Start. Ich glaube, der Skin ist auch neu. Sieht cool aus. Also, ja, doch, sieht ganz cool aus. Also, der Griff und so, sehr schön. Ich weiß nicht, ob jemand, der jetzt... Ich stelle mir da direkt jemanden vor, einen Überlebenden, der halt vielleicht in so einer Zombie-Apokalypse am Rumdancen ist. Und ich weiß nicht, ob ich meine Waffe dann so grün anmalen wird. Bei mir wäre da... Wisst ihr, stellt euch vor, da wäre Draht drumherum gewickelt oder so. Oder oben so ein Sight. Ne, das wird dann den Ding versperren. Aber, ja, wenn das irgend so eine Optik hätte. Er ist nicht schlecht. Also, er ist auf jeden Fall cooler wie eben, die Waffe. Der R8 passt zur Flashback. Ja, stimmt. Genau. Ey, mal gucken. Hoppala. Das habe ich komplett geschlossen. Die Duels. Die Duels sehen cool aus. Zumindest jetzt hier auf dem kleinen Vorschaubild. Also, die sind jetzt nicht übertrieben bunt oder so, aber dieses Geflatterte und dann eben mit diesen blauen Akzenten drin, das gefällt mir. Das sieht schön aus. In der Zombie-Apokalypse würde kein Schwein seine Waffe anmalen. Das ist voll Quatsch. So sieht's aus. Da wird man maximal, entweder wird man so beschweren, damit man auch irgendwo draufkloppen kann oder halt bedazzeln, aber mehr auch nicht. Game soll mal eine MP5 einfügen, wenn die schon so ein... Genau, Onkel Brate. Endlich wieder eine MP5 wie bei Source. Die habe ich so gern gespielt, das war meine wenig Geldwaffe, die MP5. Und die letzte Waffe dieser Kiste, also Schusswaffe. Und zwar die MP9 Capillary. Den Skin kennen wir ja alle. Sieht auf der MP9 ziemlich gut aus, finde ich. Sieht gut aus. Ist jetzt auch nicht ultra besonders, aber sieht gut aus. Besser als andere. Also es ist nicht die schlechteste. Aber die neuen Knives, wie glotze ich mir die jetzt an? Sind die hier bei Knives drin? Ich mache hier jetzt einen Slaughter auf. Navaja Knife Slaughter. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut gewählt ist. Ist hier eins, das ich noch nehmen kann? Da guck mal, ein Stained. Sieht gar nicht so schlecht aus. Also es hat was von einem, nicht von einem Rasiermesser, irgendwie so einem... Mein Opa hat so Messer gehabt. Also ganz kleine Taschenmesser, die oben drauf so Steinoptik oder eben Marmoroptik oder sowas hatten. Ich bin gerade letztens wieder bei uns am Tabakladen vorbeigelaufen und die verkaufen ja immer auch Messer. Ich weiß nicht warum Tabakläden auch immer Messer, also so Tabakpfeifenläden, die haben immer auch irgendwie Messer. Was der da für schönes Zeug liegen hat, ist echt krass. Das Ding sieht aus, als würde man sich damit den Dreck unter den Fingernägeln rauspulen. Ja, stimmt. Wisst ihr, was das für ein Knife ist? Das ist so ein Knife, das mit denen man Leute absticht. Weißt du, du kommst hin, hältst sie fest und stichst da rein. Das ist so eins, so ein ekliges. Was macht man damit? Ist das der Schutz oder was? Der Brieföffner, auch bekannt als der Brieföffner. Das ist so ein Teil, weißt du, das wird aufgeklappt. Dann hat man ultra viele kleine Stiche. So ein Gangster-Ding, ja. Und so sieht es aus, wenn es ein Kind anmalt. Ne? In der Apokalypse, wenn es viel Zeit hat aus Langeweile und so. Hat für mich jetzt keinen großen Unterschied zu den Karambits. Also, finde ich. Karambit in billig. Es sieht wirklich jetzt nicht ultra cool aus, oder? Ich kann noch mal kurz ein anderes aufmachen. Ob es das besser macht? Wahrscheinlich nicht. Also doch, es sieht jetzt besser aus, finde ich. Das sieht schon mal besser aus. Aber trotzdem würde ich es jetzt nicht nehmen. Und das letzte Knife, das dazu gekam, ist das Ursus Knife. Wie das aussieht. Das ist doch das Standard Knife. Ich mach's jetzt halt in Scorched auf. Nee, Scorched sieht so scheiße aus. Kann ich euch nicht antun. Ich finde, das sieht total komisch aus. Also wie so ein Armeemesser. Ist das doch ein Armeemesser, oder? Buttermesser habe ich in meiner Brotbox immer dabei. Ah, jo. Also ich finde es wirklich nicht bombastisch. Sieht so. Vielleicht ist es jetzt aber auch der Skin, der es halt ultra kacke aussehen lässt. Hier ist noch ein Crimson Web, aber das wird es wahrscheinlich nicht großartig verbessern. Wie die Source Messer, ja. Also ich finde es wirklich nicht prickelnd. Es sieht aus, als wenn es ein Grafikfehler wäre, oder? Das sieht falsch aus. Das sieht komplett falsch aus. Das Crimson Web sah besser aus. Okay, Leute, wir ziehen jetzt die Gewinner.